Im Einsatz für einen schwierigen Patienten. Türöffnung mit Polizeischutz. Guckt er schon aus dem Fenster raus. Ja, ist auf jeden Fall da. Es kann sein, dass die Person Wahnvorstellungen hat, sich vielleicht mit Waffen verbarrikadiert hat und mit Gewalt und Schusswaffeneinsatz reagiert. Die Tür kann was ab. Kommst du da irgendwo rein, dass du den mit der Spitze da reinsteckst? Ja, guck. So, Polizei vor Ort. Tür ist auf jetzt! Entgegen aller Befürchtungen zeigt sich der Mann nicht aggressiv und die Beamten können mit ihm reden. Durch ausreichende Kommunikation und Deeskalation war es möglich, dass der Patient halt, sich vernünftig auch mit dem Personal unterhalten konnte. Und man kann sagen, dass es glimpflich ausgegangen ist. Guck mal, die war auch oben und unten abgeschlossen. Da hätten wir auch lange probieren können. Ist schon sicher, ne? Ja. Sollen wir runtergehen schon, oder? Theoretisch können wir abrücken. Rettungsdienst steht noch draußen. Wir dürfen gehen und wir nicht. Für die Feuerwehr geht's zurück auf die Wache. In Haken rückt das Team der Wache Ost aus. Diesmal in tierischer Mission. Eine Katze soll sich auf Abwegen befinden. Tut mir leid, das wird jetzt noch Spezialwert. Der hängt im Dachstuhl, wo irgendwie in irgendeinem Stück der Katze in der Zwischenwand ist. Circa 5 Meter tief. Und die kommt da absolut nicht ran. Die ist wahrscheinlich da irgendwie eingeklemmt. Wenn er irgendwas noch braucht, sag Bescheid, du kriegst, was du willst. Ja, guck schon mal nach einer Dachstuhlhebemaschine. Tiernotlage kommt schon häufiger vor. Meistens sind es dann irgendwelche Fälle, wo das Tier dann eigentlich aus eigener Kraft wegkommt. Wir haben mal einen Fall gehabt, da hat ein Falke auf dem Zaunpol gesessen. Und ja, da hat jemand angerufen, der wird da schon seit einer Stunde sitzen. Ja, der käme da nicht mehr weg von eigener Kraft. Ja, dann sind wir da hingefahren, haben uns dem Vogel genähert und der Vogel ist weggeflogen. Zwischen Sparren oder was? Genau. Wir wollten die Katze nämlich abholen, mein Mann und ich. Ja. Und vor Schreck ist die hier hochgerannt, hat sich hier oben versteckt und die Kinder haben die gesehen, wie die reingerutscht ist. Und wir haben jetzt Fotos gemacht, die sitzt auf jeden Fall dahinter. Wir haben Fotos von der Katze, die sie guckt, können sie auch gerne gucken. Ja, nur das zeigen Problem wir. Ist, dass es so steil und kann sich da irgendwo festhalten. Von wo haben sie denn das Foto gemacht? Der ist, von da oben drauf und wo runter? Ja, ja genau, in die zwischen den beiden letzten. Da, wo es leuchtet? Da ist aber fast ganz da unten. Die Situation war so, die Katzenbesitzerin wollte ihre Katze verkaufen. Die Katze ist geflüchtet und die neuen Besitzer waren schon vor Ort. Und haben dann natürlich auch gedacht, oh, wie geht's der Katze, die sie eigentlich kaufen wollten. Ne? Wir werden jetzt anfangen, die Innenverkleidung hier aufzubrechen. Und dann brauche ich gleich die Säbelsäge hier oben, den Werkzeugkasten, Brechwerkzeug, alles, was man so gebrauchen kann, um eine Riegelswand aufzustemmen. Es geht ans Eingemachte. Möglichst nah an der Katze öffnen die Feuerwehrleute das Dach. Immer mit dem Ziel, das Tier dabei auch nicht zu verletzen. Trotzdem eine etwas brachiale und staubige Angelegenheit. Warte mal. Ach du Scheiße, da unten ist sie. Komm hoch, komm! Wie? Ja, die ist da unten. Noch tiefer? Noch tiefer. Noch weiter da. Da sitzen die. In der Schräge drin. Ja, dann machen wir da jetzt auf. Hummer. Die Arbeitsplattform vom HLF. Man sagt bei der Feuerwehr, im Vordergrund steht das Menschenleben, dann kommt die Tierrettung und dann kommen Sachwerte. Also sprich, die Tierrettung kommt nach der Menschenrettung. So, wenn die von allein nicht mehr da rauskommen, müssen wir helfen. Wer hat denn Flurwoche diese Woche? Mittlerweile haben die Retter eine Etage tiefer eine zweite Öffnung geschaffen, um den Tieren den Ausstieg zu erleichtern. Guck mal da rein, ob du da irgendwas siehst. Ich will mal eben gucken, wie die sitzen. Meter oder Meter vielleicht nach oben gekommen, die Schwarze. Mhm. Komm ganz hoch, komm. Komm. Katzen lassen sich ganz schwer irgendwie steuern. Das ist jetzt nicht wie ein Hund. Ein Hund, dem kann der Besitzer Kommandos geben, der kommt vielleicht, dann, wenn er gut erzogen ist. Eine Katze nicht. Die hat einen eigenen Kopf.
Die bleibt dann erstmal da. Auch vielleicht hat sie auch erstmal Angst, wenn die Feuerwehrleute von oben in die Zwischendecke reinleuchten. Dann bleibt die erstmal da, wo sie ist. Markus, Lukas und die anderen Kameraden sind fest entschlossen, die beiden Fellnasen zu befreien. Vielleicht hilft ja Anstupsen. Wir haben dann von oben langsam probiert, mit so einem, ich sag mal, mit einem Stab, wo vorne eine Kugel dran ist, dass nichts Spitzes ist, wirklich vorsichtig an die Katze ranzugehen, sie ein bisschen nach unten zu treiben, ne, dass sie durch die untere Öffnung rausgeht. Oh oh! Verdammt. Ja, jetzt ist sie hier rübergewitzt. Die ist jetzt hier. Wie? Ja, hier ist so ein Loch, darüber. Weißt du was? Das Ding ist eh kaputt. Lass uns noch die Platte rausnehmen. Die hier? Und die Platte rausnehmen. Ja. Kommt die Katze nicht zum Feuerwehrmann, dann kommt der Feuerwehrmann eben zur Katze. Und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Lukas, ich spring die gleich ab. Da ist sie, ich hab sie. Oh, die ist hier. Ja, da, zwischen der Wand und dem Balken hier. Da ist auch noch so ein schmaler Schacht. Wir stellen jetzt hier was vor, dass sie definitiv nach hier nicht kann, sondern nach da. 10 Feuerwehrleute sind seit einer Stunde im Einsatz für 2 Miezekatzen. Ist das die graue? Ja. Ah, die sitzen beide da drin. Ah, komm, komm, komm. Ah, scheiße, ah, lass los. Ah. Über diese Zugangsöffnung konnte ich dann Handkontakt herstellen. Die Katze hat es leider nicht als Rettung gedeutet, sondern mehr als Angriff. Hatte mich dann begrüßt mit 2 bis 3 Bissen in meine Handschuhe. Also, wenn ich überlege, ich würde selber eine Rehgipsdecke stecken, dann würde ich mich wahrscheinlich auch mit Bissen wehren, wenn da noch eine Hand ankommt. Scheiße, ehrlich. Die sind beißen wie Sau, ey. Ja. Ah, guck mal. Mietz, 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 Mietz. Ja, da ist doch hier. Oh, was ein Wolf, ey. Oh, rein, ey. Ja, die ist weg. Ja. Im Endeffekt sitzt du da jetzt. Na endlich. Katze Nummer 1 ist raus aus dem Dach. Pack mal da rein, da ist die Schwarze noch. Ich hab's am Kopf. Ja, aber die steckt da immer fest. Ach Mäuschen, ey. Was machst du denn für Sachen? Katze ist frei. Entschuldigung, könnten Sie loslassen? Entschuldigung, hier ist die Feuerwehr. Immer wenn ihr 3 so eine innige Bindung habt, ne? Vielleicht können wir die Katzen ja kaufen. Ja. Es ist vollbracht. Auch die 2. Katze kommt in die Tierfangbox. Ist drin? Ja. Sauber, David! Oh.